wird einfach Zeit für das erste Food Diary des Jahres. Ich sage euch, die Küche wird wieder frischer und wir legen los. So, es ist Zeit für Tee. Ich war jetzt gerade mit den Hunden sehr lange draußen. Es hat so geregnet. Meine Herren, aber ich bin wieder da. Und ich habe mir jetzt erstmal einen heißen schwarzen Tee gemacht mit einem Schuss Reismilch. Ah, die Dattelsüße habe ich vergessen. Die muss ich nochmal reintun, weil das schmeckt mir einfach besser. Essen tue ich jetzt erstmal nichts, weil ich habe keinen Hunger. Dann warte ich eben noch bis später und dann mache ich mir was Schönes. Also, bis später. Guten Morgen. Es ist noch relativ dunkel, wie ihr sehen könnt. Ich fahre jetzt zum Pferd. Ich möchte eigentlich reiten, aber ich habe auf den Wetterbericht geguckt und es zieht jetzt ein Sturmgebiet hier durch, Norddeutschland. Ich habe mein Handy angemacht. Es zieht ein Sturmgebiet durch Norddeutschland und ich muss jetzt mal gucken. Und jetzt geht es eigentlich noch. Ich finde es jetzt überhaupt nicht so stürmisch, also für den Norden. Und es soll aber um 9 losgehen. Ich sehe schon, dass die Wolken relativ doll ziehen. Also ich finde jetzt, Wind ist nicht mehr so das Problem von meinem Pferd. Wir haben uns ja daran gewöhnt. Wind ist ja an sich nicht so schlimm. Trotzdem muss man gucken. Gestern sind jetzt schon ein paar Bäume umgestürzt und so. Und bin ja dann schon auch ein Fan von sicherem Reiten. Ich sehe gerade, das Bild ist auch nicht so gut, aber liegt wohl am Licht. Ich habe mich jetzt aber entschieden, zum Stall zu fahren und sie ein bisschen zu putzen und so. Also, wir sehen uns. Voll gemein. Jetzt regnet das in Strömen. Vom Wind irgendwie keine Spur. Und die Flieger landen ja auch noch. Mann. Jetzt muss ich mal sehen, wie sich das Wetter entwickelt. Ist ja nichts los irgendwie. Der Wetterbericht ist manchmal auch nicht so genau. Regnet nur im Strömen. Naja, mal gucken, was ich gleich mache. Schauen wir mal. Frühstückszeit. Es gibt einfach nur Haferflocken. Richtig lecker. Es gibt Haferflocken, Zimt und einen halben Apfel. Hier liegt noch die andere Hälfte, für die werde ich später noch Verwendung finden. Aber jetzt esse ich mal noch schnell was, weil ich muss gleich zum Zahnarzt. Also ein leckeres zweites kleines Frühstück. Man weiß ja nie, was später dann kommt. Und ich esse jetzt schön was und dann mache ich mich auf den Weg. Juhu! So, ich mache jetzt eine leckere Kürbislasagne, weil ich auch so viel Kürbis noch habe. Und ich muss den unbedingt verarbeiten. Jetzt habe ich hier gerade Zwiebeln und Knoblauch schön angeschwitzt und habe jetzt gerade den Kürbis reingetan. Und darauf habe ich mal wieder richtig Lust. Ist schon ein bisschen her, seit ich die gemacht habe, aber ach, heute habe ich richtig Bock drauf. Und ich werde jetzt den restlichen Kürbis hier klein schneiden und einfrieren, damit ich den flexibel verwenden kann für Suppen, für Pestos, für alle anderen Sachen, die so lecker sind. Also klein hacken jetzt und dann ab in die Tiefkühltruhe, damit wir auch schön was zu essen haben. So, jetzt ist die Lasagne endlich fertig. Richtig, richtig lecker. Ich liebe einfach Kürbislasagne. Leider habe ich keinen frischen Rucola oder so. Würde ich mir jetzt rüberhacken gerne. Aber ich esse es jetzt einfach so. Schmeckt einfach phänomenal. Und ach, ich liebe einfach Lasagne. Kürbislasagne ist ein richtig geniales Rezept, was schon seit 6 Jahren, glaube ich, auf meinem Kanal rumgeistert. Richtig toll, gerade für Familien richtig klasse. Die Kinder lieben das, leicht süßliche Note. Ist ein bisschen Gemüse in der Lasagne, Pasta ist natürlich auch dabei. Und das ist ein richtig tolles, leckeres Familienessen, vor allen Dingen im Herbst oder wenn der Kürbis im Angebot ist. Oder wenn mir ständig Kürbis geschenkt wird, weil ich muss so langsam mal meine Sachen auch so ein bisschen unter die Leute bringen. Und ich dachte mir, hey, Kürbislasagne hatten wir lange nicht und steht heute auf jeden Fall auf dem Speiseplan. Probier es auch mal aus. Das Rezept blende ich dir hier oben mal ein und ein easy peasy Rezept. Wenn du Lasagne magst, wirst du die auch mögen. So, ich habe uns mal eben einen schönen Salat gemacht. Es ist bereits dunkel draußen, deswegen ist das Licht nicht ganz so super, aber egal. Auf jeden Fall sind da Salate drin. Was ist denn da für ein Salat drin? Ich glaube Rucola und Romana-Salat, Tomaten, getrocknete Tomaten, auf jeden Fall Paprika, jede Menge Olivenöl, Essig. Hatten wir mal wieder Lust drauf auf so einen richtig guten, leckeren Salat. Ja, und den lasse ich jetzt noch einen Augenblick ziehen und dann essen wir den. Ich wünsche uns schon jetzt mal einen guten Appetit. Mein Mann und ich hatten richtig Lust auf Salat und das muss es wahrscheinlich mal sein. Haben jetzt länger auch keinen Salat gegessen, weil es irgendwie so kalt war. Haben wir immer nur Suppen gegessen oder Eintöpfe. Aber heute ist es mal wieder soweit, ne? Der erste Salat des neuen Jahres. So, guten Morgen. Der Morgen beginnt nicht mit Essen, sondern mit Ausreiten. Aber es ist so Mistwetter, dass ich überlege,
ob ich jetzt reite. Aber ich reite. Ich habe keinen Bock einfach mehr im Regen zu reiten. Auch mich verlässt manchmal so der Bock. Ich zeige euch das Wetter mal. Es ist schon echt regnerisch. So, that's it. Regen, 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 Regen. Aber gut, ich habe ja Reitklamotten, ne? Mein Pferd steht da schon bereit. Und jetzt muss ich nur noch meine Antipathie gegen Regen in den Griff kriegen. Ich finde Regen nicht schlimm, aber im Regen reiten finde ich nervig. Weil die Böden sind natürlich auch echt durch und echt rutschig, aber egal. Ich reite jetzt eine Runde im Schritt, weil ich kann jetzt nicht auf besseres Wetter warten. Wahrscheinlich kommt das erst im März oder im Mai, wer weiß. So, wir sind jetzt wieder da und wir sind richtig nass geworden, ne Elli? Och, aber es war super schön. Ja, es war richtig schön und zeitweise hat es noch aufgehört, aber zweimal sind wir in einen richtig großen Guss reingekommen. Ich musste mir ein bisschen in den Hintern treten mit dem Losreiten, aber letztendlich ist es total schön gewesen und ich bin so, so nass. Aber zum Glück habe ich das Teil immer noch hier an, diesen Rückenprotektor. Der schützt natürlich auch vor Regen, aber ich bin richtig nass. Der Mantel ist richtig nass. Mal gucken, ob der Untermantel auch nass ist. Bin mal gespannt. Ich gucke jetzt mal nach, ob das richtig abgehalten hat. Weil ich hatte jetzt so richtig Regen, ne? So richtig. Hier oben ist wieder alles nass, will ich nicht hinstellen. Aber hier, ich hatte so richtig Bindfäden. Bindfäden geregnet. Boah. Bin ich aber echt gespannt, muss mal meinen Helm abnehmen. Das ist alles so nass sein. So, ich hole jetzt mein Handtuch, weil ich habe am Stall immer ein Handtuch. Ich glaube, das ist hier. So, erstmal Helm abwischen, weil hier trocknet es auch nicht so wirklich, also hier gibt es ja keine Heizung. So, jetzt gucke ich mal, ob der Untermantel auch nass ist. Nein, der Untermantel ist trocken. Krass, richtig gut. Na dann. Also der Untermantel ist komplett trocken, der ist nur in den Spitzen, wo ich gesessen habe, ist der so ein bisschen feucht, aber nur vorne. Der ist komplett trocken. Und somit bin ich auch total trocken. Ich trage halt unter diesem Untermantel, also so ein dünnerer Mantel, nur ein T-Shirt. Ist jetzt 8 Grad, hat vollkommen gereicht. Bei der Stallarbeit ziehe ich auch immer alles aus, wenn es so warm ist. Aber es hat echt gut geklappt. Pitschnass, aber nicht bis auf die Haut. So soll es sein. So, jetzt mache ich mein Pferd schnell klar. Na, Elli, ich komme gleich. Und die bekommt jetzt noch einen kleinen Snack und dann gehe ich. Ach, einkaufen wollte ich, ne? Mal, muss ich mal sehen, ob ich das mache. Aber ja, auf jeden Fall nach Hause auf die warme Couch. So, Zeit fürs Frühstück. Ich habe ja vorhin nur Tee getrunken und jetzt habe ich mir leckere Reisflocken gemacht. Dieses Mal mit Erdbeeren, weil mein Mann hat ja Tiefkühl-Erdbeeren neulich versehentlich gekauft. Wenn du die Geschichte nicht kennst, dann schau hier oben mal den Food Hall an. Ja, deswegen habe ich jetzt hier vielfrorene Erdbeeren im Haus und ich dachte mir, wie verwende ich die am besten? Und ich dachte mir, ich mische sie einfach in die leckeren Reisflocken. Jetzt habe ich mit Zimtreisflocken gemacht und heute gibt es die eben mit Erdbeeren. Ich bin gespannt. Hatte ich jetzt auch lange nicht, weil normalerweise gehören Erdbeeren tiefgekühlt nicht zu meinem Beuteschema. Aber was man hat, das soll man ja auch verwenden und ja, ich lasse es mir jetzt schmecken. So, es gibt Mittagessen und zwar habe ich mir jetzt den Salat von gestern nochmal rausgeholt, weil das noch so ein bisschen was übrig geblieben und ich habe mir gedacht, jetzt mache ich mir einen kleinen leckeren Snack zu Mittag. Ich habe auch jetzt gar nicht so einen großen Hunger, da passt Salat perfekt und später koche ich eh noch was und dann kann ich eine warme Mahlzeit einnehmen. Aber der Salat war gestern so lecker und jetzt ist er ordentlich durchgezogen und ich glaube, der ist jetzt noch viel, viel leckerer. Mal sehen, ich bin gespannt. Auf jeden Fall ein Salat mit allerlei guten Sachen.
Ach, herrlich. So, ich habe mich jetzt gerade angezogen und meine Handschuhe sind schon bereit, weil ich gehe jetzt mit dem Hund raus. Weil mein Mann kommt heute äußerst spät nach Hause und der hat jetzt gesagt, er kann nicht mit dem Hund gehen später. Weil normalerweise mache ich eine große Runde, mein Mann macht eine große Runde oder joggt mit dem Hund und die Kinder machen eine, jeweils eine halbe Runde. Und ja, jetzt muss ich noch einmal mit dem Hund lange gehen. Macht nichts, weil ich gehe so viel spazieren und habe so viel Bewegung. Das passt für mich auch gut ins neue Jahr. Ja, finde es auch richtig, richtig schön, mich um die Tiere zu kümmern. Das macht mir richtig viel Freude. Also wenn ich zum Pferd gehen kann oder das Pferd versorgen oder reiten oder mit dem Hund gehen. Ich glaube, es wird auch schon geschneit, dass es jetzt rausgeht. Ulla? Hast du Lust, mit mir rauszugehen? Hast du Lust? Sieht eher nach Kuscheln aus. Kuscheln? Aber komm, lass uns noch mal kurz rausgehen, bevor es draußen richtig noch mehr regnet als jetzt. Also Ulla, Begeisterung sieht anders aus. Zeit für mehr Gemüse. Es gibt einen kleinen bunten Teller, der gar nicht so bunt ist. Aber er ist zumindest orange und grün. Es gibt orangene Paprika und grüne Gurke. Hey! Auf jeden Fall ein sehr leckeres Tellerchen. Habe ich mir jetzt eben zubereitet. Und guten Appetit! Und zwar sind das Bio-Tortilla-Chips mit Meersalz. Was machst du hier? Und hier ist ein Riesenhund. Verstehe. Hier ist der beste Platz. Und ich dippe das jetzt so ein bisschen. Und zwar habe ich hier so eine Soße gekauft. Das ist so eine milde Chili-Soße. Ich finde die so ganz gut, ganz lecker. Könnte ein Ticken schärfer sein, aber es ist ja mal so eine Gratwanderung. Ne? Und ich habe jetzt richtig Lust auf Tortilla-Chips. Ein kleiner Snack am Rande. Das hier ist mein Abendessen. Ich bin ein bisschen kreativ geworden und habe mir zwei Toastbrote gemacht. Schön angeröstet, veganen Frischkäse drauf. Ich habe mir jeweils eine Mini-Möhre darüber geraspelt. Und obendrauf habe ich den Salat von heute Mittag getan. Finde ich richtig lecker und es ist ein kaltwarmes Abendessen. Finde ich eigentlich eine ganz gute Idee. Hatte ich irgendwie Bock drauf und ich lasse es mir jetzt schmecken. Auf jeden Fall Toast ist ja sowieso mein Liebling. Salat ist auch cool und die getrockneten Tomaten finde ich richtig lecker. So, ich bin jetzt gerade wieder drin und habe mir jetzt ein paar leckere Reisflocken mit Zimt und Erdbeeren wieder gemacht, weil ich hatte noch so einen kleinen Rest Reisflocken, gar nicht viel, habe ich mir mit Reismilch zubereitet, ordentlich Zimt noch oben drauf und den Rest der Erdbeeren und dann sind die auch alle. Ich muss sagen, ich finde Erdbeeren ganz lecker, diese Tiefkühl-Erdbeeren sind echt nicht schlecht, aber sie sind wirklich nicht so aromatisch wie Himbeeren, deswegen ist es auch nicht so mein Beuteschema mit den Erdbeeren tiefgefroren. Ist eine gute Sache, finde ich, glaube für Smoothies und halt für Granita und so ist es vielleicht cool oder auch für Kuchen kann ich mir das gut vorstellen, aber so, ja, als Frucht ist es halt jetzt nicht so mega süß und ich finde, es hat nicht viel mit Sommererdbeeren frisch vom Feld zu tun. Aber das habe ich auch nicht erwartet. Wie gesagt, die mussten weg. Und jetzt habe ich mir ein kleines leckeres Frühstück gezaubert. Und ich werde jetzt nebenbei noch was lesen und lecker essen. So, es ist wieder Salatzeit. Ich hatte noch so viel Rucola-Salat und jetzt habe ich mir noch mal einen tollen
Ja, Salat gezaubert. Wie gesagt, es ist Rucola-Salat drin, Knoblauch, da ist eine orangene Paprika drin, anderthalb, genau. Frische Cherry-Tomaten, dann ist da so ein Fake-Feta drin auf Sojabasis. Ja, und noch 1000 Kräuter, Salz, Pfeffer, ein bisschen Basilikum, Thymian, ein bisschen Paprika. Noch die volle Kräuterdüse und ein bisschen Öl und ein bisschen Essig. Und ja, das war's eigentlich. Richtig lecker. Ich liebe Salat. Wie gesagt, wir haben so viel von dem Rucola-Salat gekauft und der hält sich ja auch immer nicht so lange. Also esse ich den einfach auf oder wir essen den. Falls du jetzt sagst, oh, ich habe auch so richtig Lust auf Salat und tolle Salat-Dressings, dann schau einfach mal hier oben, hier habe ich dir ein Video verlinkt, wo du wirklich tolle Dressings im Handumdrehen selber machen kannst. Und in diesem E-Book hier gibt es auch tolle Salatrezepte, weil jetzt hat man doch langsam wieder ein bisschen mehr Lust auf frische Küche. Jetzt, wo es ein bisschen wärmer wird, nicht wärmer wird. Heute sind 3 Grad in Hamburg. Trotzdem ist man ja im neuen Jahr so ein bisschen auf dem Aufwärtstrend und hat irgendwie Lust, ein bisschen mehr auf frische Küche. Jedenfalls geht es mir zurzeit so. Aber ich finde, beides hat was Gutes. Salat ist lecker, aber ich weiß, bei mir zum Beispiel kommt die nächste Linsensuppe bestimmt. Familienzeit bedeutet auch immer Spaghetti Bolognese. Und mein Mann hat wieder eine tolle Veggie Bolognese gemacht mit wieder diesem Veggie Fleischersatz. Genau so heißt es. Und wir haben wieder Kamut Spaghetti genommen. Und dieses Mal hat mein Mann da auch Sellerie und Möhre und Pastinake noch ganz fein gehackt. So fein wie Zwiebeln und Knoblauch. Und dann wird das so eins mit der Soße und dann essen die Kinder einfach auch so ein bisschen gekochtes Gemüse mit, was denen nicht so wirklich klar ist, weil man es halt auch kaum sieht. Und ich mag das total gerne, da ist ordentlich viel Knoblauch drin. Ich glaube, mein Mann benutzt immer 4 bis 6 Zehen, richtig lecker. Ich stehe da total drauf. Also ist jetzt Familienzeit, wir essen Spaghetti Bolognese. Schreibt mal in die Kommentare, geht es bei euch auch wieder mehr in Richtung Salat oder seid ihr noch Typ Erbsensuppe? Und für die leckere und kreative Küche habe ich dir meine 6 E-Books in die Infobox gepackt. Die gibt es in meinem Shop und da kannst du dir jede Menge tolle Inspiration holen. Da gibt es Rezepte rund ums ganze Jahr, richtig, richtig lecker. Also schau mal rein und wir sehen uns schon ganz bald wieder in meinem neuen Video.